Hey, ich heiße herzlich willkommen zu meinem ersten Druck zu der Demo von Match R. Was wir vor uns haben, ist ein Match 3 RPG mit aber auch Roguelike-Elementen. Ich denke, wer in der Vergangenheit schon mal so ein paar Match 3 Spiele gespielt hat, kennt die grundlegende Idee, aber auch diese, dass man RPG-Elemente hat. Das heißt also, es gibt vermutlich irgendwelche Skills, die man einsetzen kann, die dann auf das Board Einfluss haben. Also ich denke, hier ist nicht allzu viel Überraschung, was die Kombination von Sachen betrifft. Aber das muss ja nicht heißen, dass das Spiel schlecht ist. Aber wie sich das genau einreiht, das werden wir aber mal gemeinsam herausfinden. Wenn man das Spiel zum allerersten Mal startet, wird man von dieser Nachricht begrüßt. Thank you for trying out the demo. You will be able to try out the first floor up to the boss and one more fight. The first three characters unlocks up to level 10. The first level of the sticker machine, was auch immer das ist. However, this is an unfinished game and the visuals and balance of the game are still subject to change. Your save data from the demo will also reset upon the actual game. I hope you will enjoy it. Da dürfen wir definitiv mal gespannt sein, aber man sollte sich vielleicht mal wirklich das, was da geschrieben worden ist, nochmal genauer angucken. Mir ist es relativ schnell aufgefallen und ich meine, das muss man, muss es vermutlich nicht zwingend ändern, aber wenn man es erstmal realisiert, ist es ein bisschen eklig. Und zwar, wir haben hier einen Poster in diesem Font drin. Und ich denke, es wird nicht allzu lange dauern, bis man realisiert, dass das N immer groß ist. Unlocks. Man sieht es trotzdem, das N ist kleiner gehalten, aber wenn man es mit anderen Sachen vergleicht, ein kleines N sieht anders aus. Und dementsprechend, ich nehme mal hier das Bild weg, und man sieht Options. Das N ist viel zu aggressiv im Verhältnis zu den anderen, die sehr, sehr weich, sehr, sehr rund gehalten sind. Es wirkt sehr merkwürdig. Okay, bevor es losgeht, wir wollen ganz kurz einmal in die Optionen gehen. Relativ übersichtlich. Aber es ist so eine Art von Spiel, wo man vermutlich nicht allzu viel mehr verlangen wird. Gerade wenn man sowas wie Colorblindness in Anspruch setzen würde. Man sieht zumindest hier, und ich gehe davon aus, das würde noch im Spiel der Fall sein, dass all die unterschiedlichsten Bubbles eigene Icons haben. Das heißt, selbst wenn man irgendwie das Problem hätte, die auseinanderzuhalten, man weiß, das sind die roten, das ist das Wasser, okay. Also ich denke, das hat man hier schon relativ gut gemacht. Aber wie immer, vielleicht gäbe es hier ein paar Sachen, die noch mehr hätten dabei sein können. So, Character Selection. Wir haben bisher erstmal nur einen. Mathomet. Mhm. So, gucken wir mal, was er hat. 1, 2 und 3. 2 und 3 sind noch verschlossen. Bully matches using your specialty orb. Das N. Always deal one more damage. Okay, und dann haben wir hier unseren Specialty Orb. You can choose your character and the starting character trait. Character Trait grants you passive abilities that will help you in various ways. Specialty orbs are the orb you need to match in order to deal one direct damage to the enemy. Okay, starting skill is Snarky Comment. Deal 3 damage to the enemy and gain 1 angry. Originally summoned to match R to improve productivity through occult ways, Mathomet quickly became despised by his colleagues because of his constant nagging and cost-cutting. Profitability did improve though, so that's a plus. Alles klar. Pizza party will be cancelled this year. It was just too unprofitable. Upset down. Mm-hmm. Please aim for the head. Okay, wir haben 40 HP. Das ist unser Specialty Orb. Wir sehen, welcher deren Specialty Orb ist. Wir haben hier die Übersicht für die unterschiedlichsten Bubbles. Ich denke, es ist relativ klar, wenn man Bubble kombiniert, wird man hier dafür, nennen wir es mal, Mana sammeln. Und die Mana kann man dann einsetzen, um dann das Special Skills zu nutzen. Hier unten, das sieht noch ein bisschen komisch aus, aber ich denke, das füllt sich dann Mitte der Zeit. Ich denke, Match 3 sollte relativ klar sein. Die Idee ist, man kombiniert 3 und hat dann die Möglichkeit, Sachen zu entfernen. Und Sachen fallen runter, neue spawnen von oben, etc. So,
Ich denke, das sollte natürlich klar sein. Man wird jetzt hier immer schon mal so ein bisschen gucken. Wir können ja gleich mal hier. All your specialty orbs are destroyed. You deal one to the enemy per three orbs destroyed. Das heißt also, er würde Wasser verlieren. Das heißt also, wir würden zum Beispiel jetzt aktuell einen Schaden nehmen, weil er 5 zerstört, nicht 6. Ja, für uns sollte es klar sein, wir wollen gucken. Ich denke, hier kann man gleich so ein bisschen von Anfang kritisieren, dass diese beiden äußeren Farben sehr, sehr ähnlich sind. Ja, das ist ein bisschen helleres Rot als das hier. Nämlich die Farbe ist zum Beispiel, es soll vermutlich ein Braun offiziell sein, wenn man sich hier gerade das hier anguckt. Also hier ist natürlich jetzt schon so die Situation, man guckt, man weiß, man braucht die Roten. Oh, okay. Und wenn man 4 kombiniert, darf man nochmal spielen. Okay, das ist nicht unbedingt neu, aber es ist trotzdem schön zu wissen, dass das existiert, dass man darauf Ausschau halten muss. Wie immer bei diesen Art von Spielen, zumindest für mich, es ist sehr einfach zu übersehen, was man machen kann. Gerade wenn es dann halt, ja, man sieht ja, ja, das sind so ein paar Dreier-Optionen, aber ich habe die Möglichkeit, irgendwie eine Vierer zu bekommen. Hier drüben hätte man auch mal theoretisch machen können. Ja, das Gute ist natürlich, wenn, solange wir Rot sammeln, haben wir die Möglichkeit, hier immer Schaden anzurichten. Meine Frage ist, was ist denn Angry? Ihr Gegner ist jetzt angry geworden. Ich denke, es sollte klar sein, wir können nicht allzu viel machen, also raube ich ihm mal ganz kurz hier das Wasser, denn wir wissen, er bräuchte noch ein weiteres Wasser, bis er seinen Skill einsetzen könnte. Und das lassen wir mal einfach nicht zu. Irgendwas anderes, irgendeinen, ich sehe Dreier, aber ich sehe keine 4. Also klaue ich dir das weiterhin. Mhm, vielen Dank. Genau. Und hey, da haben wir gleich hier einen weiteren, der hat sich verabschiedet. Okay, also ich denke, sollte klar sein, es muss ein bisschen mehr erklärt werden, was angry ist. Ich denke, wenn das schon dabei ist, dass man hier die Möglichkeit hat, von mir ist mit einem Mouse-Over oder ähnlichem, dass man nochmal genauer erklärt, was es tut. So, jetzt haben wir die Auswahl zwischen Skill und Salary. Auch hier Salary, gehe ich mal von aus, ist halt einfach, du kriegst Währung. Ich mache einfach mal Skill. So, let's get skilled together. At the end of every fight, you will be able to learn one out of three possible skills. If you still have an empty slot, picking a new skill will automatically learn it. If you don't, you will have to pick a skill to replace. Alles klar. If you already have the skill at this level, picking it will fuse and upgrade them to the next level. Nice. So, Skill Level Space Level ist Level plus Level X. Okay, also man startet mit Snarky, dann kriege ich mal Snarky Plus oder Snarky X. Okay. So, steal one of each mana type to the enemy, deal one per mana you couldn't steal. Müsste es nicht dann heißen from the enemy? Ist das ein Skill, der es wert ist? Gain 3 Shield. Man könnte es sogar wiederholen. Transform one random orb of your specialty into a bomb, then it explodes. Ja, also man könnte Rot dann in aktueller Situation transformieren. Problem ist, man muss halt sehr viel Aufwand treiben. Steel klingt eigentlich gar nicht verkehrt. Salary. Okay, wir sehen im Endeffekt also, das, was wir gemacht haben, werden belohnt. Okay. So. Floor Manager. Next enemy, take a break. Das Ding hier oben, bewegt sich das weiter? With only $9.7 billion in benefit last year, heating is a luxury we simply can't afford anymore. Thanks so much, R. My house is as big as this warehouse. Well, it is this warehouse, but... Okay, jetzt verhauen wir einfach irgendeine Drohne. Work accident. Choose a column to destroy the one damage per happiness orb. Also die da. Okay, das sollten wir also vermeiden. Haben wir irgendein Rot, was wir hier gleich von Anfang an kombinieren dürfen? Ich sehe... Happiness. Dann starten wir mit Happiness. Du fokussierst dich da oben, ich nehme den dankend mit. Ich denke, man kann sagen, das Spiel fühlt sich sehr
zumindest was hier das Zurechtziehen, relativ langsam an. Und da ist auch nicht so der Umf dabei, den man vielleicht so aus anderen Spielen kennenlernen durfte. Und dann können wir ja auch gleich mal gucken. Animation Speed. Wir drehen den mal einen hoch. Ich will mal gucken, wie das wiederum aussieht. Weil das ist immer so ein Sweet Spot, den man finden kann. Okay, ich fühle keinen Unterschied. Das heißt also, der geht in Ordnung von der Geschwindigkeit. So. Ich werde hier gleich die Situation haben, wenn ich den machen würde, dann würde der komplett da runterfallen. Nee, oder nicht? Weil der ja dann hier landet. Ah, okay, hier. Ja, ja, okay. Das war nicht die cleverste Option, die ich hätte nehmen können. Jetzt kann er mich über Accident theoretisch machen. Aber er könnte nicht so viel Schaden anrichten, dass ich mir Sorgen machen muss, glaub ich. Mhm, Klick. Und wir haben dadurch 2 Schaden genommen. So, hier ist eine schicke Combo, die wollen wir aber logischerweise so selber nicht triggern. Wir können auch nicht leider irgendwas hier machen, damit die Beine einfach runterfallen. Normalerweise macht das gleich 2 Schaden. Matches using a specialty orb always deal 1 more damage. Achso, 1 more. Also das macht grundlegend 1 Schaden. Und durch diesen Skill macht es 2. Alles klar. So, wir wollen den ganz klar machen. Damit machen wir nämlich auch noch den damit. Haben wir hier irgendwie die Möglichkeit, den Vierer zu krallen? Nope. Also, grundlegendes Match 3. Ich habe hier in den ersten... In den ersten paar Minuten, die wir jetzt hier gespielt haben, noch nicht allzu viel zu anzukreiden, aber auch nicht wirklich zu loben. Ich gucke gerade, dass ich halt... Ja, du nimmst das Zeug mit, das heißt, du bist jetzt schon wieder bereit. Ich denke, man könnte hier überlegen, wenn der Gegner theoretisch das Zeug gesammelt hat, dass man das auch hier hervorhebt, nicht nur wie bei uns. So, steal one of each. Deal one damage per man you couldn't steal. Das heißt also theoretisch, dadurch, dass er 2 hier aktuell überhaupt nicht hat, sollte das ja eigentlich bedeuten, dass ich 2 Schaden anrichte. Genau, okay. Ist relativ simpel gehalten und wichtig ist auch, wie man gesehen hat, wenn man seinen Skill einsetzt, dann kann man selber danach nicht mehr angreifen. So, ich könnte den nehmen. Ich sehe jetzt auf den ersten Blick nichts Besseres, also, jupp. Krallen wir einfach mal. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Das gute Zeug, was ich gebrauchen kann, kommt genau dann. Ach, der wird definitiv die Reihe hier auswählen. Ja, viel Spaß. Ja. 3 Schaden nochmal oben drauf. Also ich denke, sollte klar sein, hier sollte man vermutlich dann irgendwann gucken, dass man Skills hat, die möglichst viel unterschiedliche Farben ansteuern. Einfach damit man... Ah, die sind... Wir brauchen mehr Rot. Mehr Rot braucht das Land. Oh, das war sogar clever. Nice, ja. Auf sowas will man natürlich immer so ein bisschen achten. Aber das ist auch immer einfacher gesagt als unbedingt getan. So, hier ist einiges lustig los, aber wir wollen definitiv mal rot gehen. Denn wir haben bisher sehr wenig Rot, beziehungsweise wir brauchen das Rot für unsere... Oh ja, doppelte 4. Ja, klar. Das ist natürlich eine Verschwendung in der Hinsicht. Da ist noch ein 4er. Achso, der ist für mich. Dankeschön. So, wir könnten das wieder machen. Wir würden 1 Schaden anrichten. Ja, ist was cleverer wäre. Ich denke, wenn will ich das lieber aufheben, damit ich gleich Snarky Comet einsetzen kann. Aber ich finde halt leider nirgendwo eine Combo, die mir hilft. Ja, die da drüben habe ich auch gesehen gehabt. Und das ist dann halt immer lustig, wenn man das Gefühl hat, das Board verliert so langsam. Ah, war ja klar, war ja klar. So, damit hast du jetzt theoretisch die Option freigeschalten, mir wieder auf den Kopf hauen zu dürfen. Dann nehme ich dir mal ganz kurz so ein paar von denen weg, in der Hoffnung. Den nimmt er, ja. Nochmal 3 Schaden. Buh. Uncool. Nimmt sich alles gute Zeug immer genau dann, wenn ich es eigentlich haben möchte. I don't know. Aber man sieht, man erreicht ja auch relativ schnell sein Limit. Oh, der Gegner ist schon wieder hier dabei. Immer. Das ist immer hier... Jetzt der Fall gewesen. Das Rot ploppt. Ja, war ja klar. Oh, Work Accident erneut. Also ich nehme auf einmal sehr viel Schaden. Goodbye.
Also, es fühlt sich alles noch nicht so snappy an. Klingt so ein bisschen doof, ist aber so. Apply 2 Poison on the enemy and 1 Regen on you. Deal 5 Damage plus 1 for each full Mana Gorge of the enemy. Jo, das ist natürlich eine Herausforderung. Get some money based on your performance and the enemy you just beat. Money can only be spent during your breaks and will be lost at the end of your run. Yes. Okay, take a break. Gucken wir einfach mal, was sich dahinter verbirgt. Okay, also wir hätten hier the mic drop. Deal 1 damage to the enemy for every other skill you use this turn. This turn? Okay, wie auch immer das funktioniert. Wir hätten hier die Möglichkeit, das zu upgraden. Es kostet aber auch einiges. Deal 2 damage to the enemy 2 times. Okay. Mich dann wieder frage, kann man das irgendwie upgraden? Upgrade to Happiness Orbs, then heal yourself 1 per 4 Happiness Orbs on the... Oh ja, das müssten wir eigentlich machen. Gucken wir mal, was hier noch ist. Heal you for 15. Okay, hier drüben, das ist alles erstmal weiterhin dort. Was haben wir sonst noch so? Upgrade the skill of your choice. If you have the exact amount of mana of the type required for a skill, its base damage is doubled. Ooh. Da kann man natürlich dann hier einiges machen. Das wären dann zum Beispiel 6 Schaden, wenn man das hinbekommt. The Tantrum Thrower ist eine Winde. When your HP are below 50 of your max, create 1 bomb at the beginning of your turn. Nett. Was wollte ich machen? Ich wollte das hier machen. Das ist eine gute Option, sich zu heilen. Nice. So, wir sind immer noch hier. Achso, man kann das mehrmals hier anwählen, bevor man zum nächsten Gegner geht. Ich dachte wirklich, das wäre eher so eine Slay the Spire-Aufreihung. Fire Alarm might be a drill. Back to work. Let the music flow through you, my friend. The universe is my jam, sagt der Jitterdog. Aber sicher doch. Welcome to Match R. Your goal will be to bring your enemy's HP down to zero. Warum auch immer, wie das jetzt kommt. While keeping yours above zero. You will be fully healed after every boss, but not after every fight. Let's fight together. Do so, simply kick an orb, then drag it to another orb to swap their place. If you match 3 or more of the same color like this, you will gain 1 mana per orb popped. And if the orb match were the same as your specialty orb, you will even deal damage to the enemy. 1 damage on match 3, 2 on match 4, etc. The enemy will then take its turn and play just like you did, except the specialty orb will not deal damage. These are your skills. You will learn a new one at the end of every fight. You can hover over them to learn more. If you have enough corresponding mana, simply click it during your turn to use it and end your turn. Pressing Alt by hovering over a skill will show you more about its upgrades. Mm-hmm. We will learn at the end of the fight how to improve skills. You can see your character traits down there. These are passive traits that are always active. Simply hover over one to learn more. You gain more at the end of miniature fights, common and rare, at the end of boss fights, rare and epic, in break rooms against the money. Last few informations. Match 4 grant you another turn, match 5 grant you another turn, and a Joker Orb. Mm-hmm. The further you go in every run, the more you will unlock. So, last few informations. Don't forget to hover over the question mark symbol to get more information. Anger Orb. Achso, that's an Anger Orb. Achso. Sadness, Disgust, Fear, Happiness und Surprise. You can play. Yep. Now I can play. So. Wir müssen aufpassen. Dance Burst. Deal damage equal to 2 the value of a random of your... Deal damage equal to the value of a random of your... Okay, das ist kein Satz. Of the Mana Gorge, then reduce that Gorge to 0. Okay, also das ist natürlich übel, es ist zufällig, aber umso mehr er hat, umso gefährlicher wird er. Okay, und auch er kann sich heilen. Das ist natürlich unfein. So, logischerweise, ich wollte sagen, logischerweise sollte man gucken, keine Happiness Orbs einzusammeln, aber man braucht Happiness Orbs, um Loud Music überhaupt erstmal machen zu können. Okay, ich brauche zwar immer noch eher, rot ist hier, und du hast es dankenderweise ignoriert.
Ich habe leider keine Möglichkeit, das so clever zu spielen, dass die beiden runterrutschen und ich die auch bekomme. Aber dadurch, dass die nicht auf Rot sich fokussiert, geht das erstmal soweit in Ordnung. Also, ich denke, so ein bisschen zu gucken, zu vermeiden, dass der Gegner einfach machen darf, ist nicht verkehrt. Vielleicht sollte man aber auch gucken, dass man selber Sachen gebacken bekommt. So startet man schon mal mit Snarky Comment. And gain one angry. Ach so, das ist einfach nur der eine angry, den ich bekomme, oder wie? Ich hatte 6 von denen. Ich dachte wirklich, dann würde sich hier einer von denen ändern oder so. So, ich nehme den da. Ach so, nee, das hat jetzt die beiden geändert. Ah, war nicht so ganz. Oh, Dance Burst. Die Animationen sind zumindest ganz niedlich. So. Wir haben noch überhaupt kein Blau. Habe ich hier irgendwas? Ich müsste eigentlich hier einen Dreier irgendwie hinbekommen. Dann könnte ich nämlich die beiden da einfach abgreifen. Aber das wird mir nicht gegönnt. So, du bist noch relativ weit entfernt, ebenfalls irgendwas machen zu können. Aber die Idee müsste eigentlich sein, dass wir wenigstens einmal unseren Friendly Slobber war nochmal Poison and Regen. Mach erstmal ganz kurz erstmal nur weiter. Ja, er sammelt. Ich nehme den dankend mit. Wir haben mal wieder ein bisschen Rot. Wir müssen uns auch noch keine Sorgen machen, dass der Gegner irgendwas machen kann. Aha, du sammelst das dort. Wir hätten das im Angebot. Dann nehme ich das auch. Das macht nämlich dir gut Schaden. Ah, könnte man hier irgendwas machen. Dann ist nämlich hier ein Fünfer am Warten, aber an den komme ich nicht so einfach. Hier ist allgemein nicht allzu viel, was ich machen kann. Payday war. Still one of each. Wir würden also damit 2 Schaden machen. Ja, warum nicht? Einfach mal so nebenbei. Sagen wir dann nämlich wieder ein Rot bekommen. Oh, laut Music kommt gleich. Der wird sich also gleich heilen. Das heißt, wir werden hingehen und mal ganz kurz so ein paar unserer Happy Faces da entfernen. Es gab noch +2. Das soll mir recht sein. So, ich denke, ich mache einfach hier mal nebenbei so ein bisschen. Das hat gleich mal 2 Schaden gemacht. Wo wird er vorgehoben? Ach, hier. Okay, alles klar. Und da ist natürlich auch typisch für diese Spiele. Poison 2 bedeutet, er macht 2 Schaden. Nächste Runde macht er noch 1 und dann macht er keinen mehr. Also ich denke, hier wird es ganz wichtig sein, dass man irgendwann wirklich Skills bekommt, wo man... Poison 2 hat jetzt nicht nur mal 1 Schaden gemacht. Wir können auch selber nochmal laut Musik einsetzen, aber dadurch ist der Boss... Ich denke mal, das soll jetzt ein Bosskampf sein. Ganz sicher bin ich mir da jetzt noch nicht. Also, ich denke, es wäre ganz cool, wenn hier diese Skills so einen gewissen Soundeffekt mit sich bringen würden. Ich kann verstehen, dass jeder dieser Skills natürlich seinen eigenen Soundeffekt haben würde. Ein bisschen kostspieliger wäre. Und ich denke, es sollte wichtig sein, dass man irgendwann so ein paar Skills bekommt, die so ein bisschen mehr Einfluss auf das Board tatsächlich haben. Bisher ist es halt alles sehr gegnerfokussiert. Mach Schaden, klau von ihm, mach Schaden oder heil dich selbst. Deswegen hier Create to Happiness Ops ist zumindest schon mal ein Anfang. So, wir haben die Möglichkeit, das zu verbessern. Hier 2-2-2. Wir machen das hier. Hätte vorher gucken können, was das tut, aber... Oh, es sind aber nur 3 Häusen. So, hier nochmal ganz kurz gucken. Ja, ist einiges an Geld. Also gehen wir davon aus, das ist tatsächlich ein Boss. So, the Gambler. Whenever you create Orbs, create another one at random in a random color. Ah. On match 4, hire dear 2 damage to the enemy. Your specialty Orb randomly changes at the beginning of it. No. Ugh. Es kann zwar funktionieren, gerade wenn man überlegt, dass man immer an Rot gebunden ist, was bisher nicht unbedingt gut war. Whenever you create Orbs, create another one at random. Achso, man hat hier also die Möglichkeit, immer gegen mehrere Gegner pro Bereich zu kämpfen. Interessant, hat natürlich seine Gefahren. Spywares on your computer are there for your own good. Please don't try and remove them. Clean up needed on your face in about 5 minutes. Okay, also da sind relativ zufällige Dialoge.
Die Dinge sind ganz niedlich, aber mehr auch wiederum nicht. So, solange wir Kombos erstellen, kriegen wir irgendwo eine andere Kombo ebenfalls nochmal hin. Habe ich das richtig verstanden? Now we create Orbs. Ach, create Orbs. Das heißt, so aktuell kann das nur der da unten einsetzen. Ups. So, was hast du? Cockroach Fiesta. Deal 3 Damage to the enemy if there are 10 or more 4 Orbs. Apply 2 Poison to the enemy if there are 10 or more Disgust Orbs. Gain 2 of every Mana Type. Ich meine, du musst erstmal... hier oben, schick. Das erstmal bekommen, aber trotzdem... Naja, das hat ein bisschen wehgetan, ey. Buddy. Ja, wir hauen da gerade mal kräftig zu. Sweet, sweet. Dankeschön. Mal ganz kurz sicherstellen, dass du dann nicht darauf zurückgreifen darfst. So. Noch geht das alles soweit. Ich denke, hier einfach hingehen. Da wird jetzt gerade einiges hinbekommen. Und fein. Ein HP noch. Können wir dir den irgendwie noch auf schnelle Art und Weise entfernen? Yep. Thank you. Den haben wir eigentlich relativ schnell abgeräumt. So, Flu Season. Apply 2 Poison and 1 Cold to the enemy. Is the frog. Deal 4 damage to the enemy. Apply 2 Regen to yourself if they have any stack of debuff. Also wenn man das irgendwie mit Gift kombiniert, aber das kostet schon relativ viel. Also aktuell will ich eigentlich exchange all mana reserves at random. Also das würde die dann durchmixen. So umwerfend ist es jetzt auch wieder nicht. So. Ich dachte, ich könnte die jetzt hier wieder nutzen pro Bereich. No. Okay. Ein bisschen merkwürdig, dass wieder das dann aufgebaut worden ist. Hi, little guy. With only... okay. I'm just here to fix the AC. Please don't hurt me. AC malfunction. Deal 1 to 3 damage to the enemy and apply 1 cold. Apply 1 stun to the enemy and 2 angry to yourself. Aha. Ja, Terminologie ist ein bisschen unklar auf den ersten Blick. Yes, ignoriere bitte das rote Zeug. Yes. Oh yes, oh yes, nice, 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 yes. Sehr schick, so. Dann haben wir gleich eine Runde mehr dazu gewonnen. Kann ich hier irgendwas Gescheites noch machen? Ich sehe, hier ist was, da ist was, hier ist was. Ich muss einfach nur gucken, dass er jetzt nicht grün sammelt, was er so oder so hinbekommen wird. Also. Yep. So, er braucht auch noch Geist. Dann werde ich ihm das mal ganz kurz hier... sicherheitshalber wegnehmen. Meine profitiert logischerweise auch davon. Mit einem weiteren Zug. Hier kann ich das leider nicht besser spielen, aber ich kann immerhin mehrere Sachen hier kombinieren. So, wir hätten die Möglichkeit... Nee, ich will eigentlich Loud Music wenn schon denn schon machen. Ne? Oh, hier muss ich jetzt aufpassen. Das heißt also, das Beste ist eigentlich, ihm jetzt hier Sachen wegzunehmen. Das macht nämlich nur gut Schaden und er hat jetzt nicht die Möglichkeit, das gleich einsetzen zu können. Oh, jetzt... Okay. Jetzt kann er es einsetzen. 3 Poison. Er wird definitiv jetzt das da einsetzen. Whatever. Wir greifen einfach ebenfalls an hier. So, was tut denn das? This character can use skills this turn, reduced by 1 at the end of each turn. Okay, whatever. Unfein, aber jetzt auch nicht so tragisch. Oh, nice. Das war eine schöne Combo eigentlich. Er ist schon wieder dran. Ja, er sammelt Zeug, er sammelt Zeug, er sammelt einiges an Zeug. Na, das war's für dich. Also im Großen und Ganzen, denke ich, kann man sagen, das ist ganz in Ordnung, das Spiel. In der Regel sind ein paar nette Sachen mit dabei. Die Frage wird dann halt jetzt wieder sein, wie sehen die anderen Charaktere aus? Klar, es soll dann, gebe ich, 3 von denen geben, die man zumindest hier in der Demo freischalten kann. Aber halt, ich denke, da ist so wirklich ein bisschen wichtig, dass halt die Spielweise vielleicht nochmal so ein bisschen abgewechselt wird. Eigentlich will ich keinen von denen. Also ich sehe 10 Grün erstmal sammeln. Das musste erstmal hinbekommen. Okay, das kann man auch beschleunigen. Sehr schick. Okay, gucken wir mal, wie der Boss aussieht. Oh, look at him.
Did you read the memo about the new toilet paper or the toilet time policy? Read it. Let's freeze those assets, baby! Jetty glue. Alles klar. So, was hast du denn? LC malfunction? Aha. Und Depression. Random type of orb is transformed into sadness orbs. Aha. Okay, also ich kann mir gut vorstellen, dass sogar die Überlegung, dass man einen zufälligen Specialty Orb hat, dass sich das jede Runde wechselt, sogar gut vom Vorteil sein kann. Auf den ersten Blick wirkt es nicht allzu clever. Umso mehr ich darüber nachdenke, umso mehr, war mir klar, umso mehr denke ich, dass es sogar eine relativ starke Sache ist. So, Moment, warum hast du das jetzt so mit? Half of the player skills are frozen at the beginning of their turn. Okay. Uncool. So sehr es versucht, anders darzustellen. Hier sind natürlich welche, die warten. Aber ich muss das hier oben machen. Oh, der Kollege hat 30 HP. Wow, der ist ja fast ein spielbarer Charakter. In dem, was er hier anbietet. Mhm, okay, also das ist ein Standard-Skill einfach von ihm. Das ist also Boss-Battle. So, du kannst auf jeden Fall das hier jetzt schon munter einsetzen. Ich kann da nicht allzu viel für oder gegen machen. Ich sollte aber trotzdem gucken, eher auf die Skills zu konzentrieren. Wofür ich auch. Oder auf Mana zu konzentrieren, wofür ich auch Skills habe, so rum. Okay, Alcimo Function. Doch, macht angeblich Schaden. Die ganze Zeit dachte ich, so viel HP. Aber. Ich will die da runterfallen lassen, weil das ist eine Vierer-Kombo, aber das wird mir gerade nicht gegönnt. Aha. So, logischerweise genau das eingefroren, was ich eigentlich. Euch da? Hier ist sonst kaum noch was. Okay. Ja, rot. Oh, rot wollte ich eigentlich haben. Aber wie immer, das Zeug poppt dann genau auf, wenn ich oder der Gegner es braucht. Aber überhaupt kein. Okay, nice. Thank you. Yes, sehr schick. Will eigentlich mal laut Musik spielen. Aber es wird mir gerade noch nicht gegönnt. So, Steel. Yep, Steel mal. Macht immerhin so ein bisschen Schaden. Du fängst wieder an, Grün zu sammeln. So, ich brauche immer noch Wasser. Ich habe kein Wasser. Also das macht definitiv keinen Schaden. Hm. Soll mir ja recht sein. Solange ich den Skill nicht irgendwie selber einsetzen will. Hey, du warst bereit, das zu machen. No! My fire! Also da muss man wieder sagen, halt so, ja, die haben ihre eigenen Bezeichnungen, aber man ist dann halt Puzzle and Dragons und Co. halt gewöhnt. Dementsprechend ist halt Wasser. Das Wasser, das ist Feuer, etc. Oh, das ist gleich. Kannst du überhaupt was machen? Oh, du kannst, ja, du kannst gleich mehrere. No, nicht out. No! Der Kollege macht hier die größten Sachen. Wow. Am liebsten würde ich natürlich jetzt hier wieder klauen. Aber ich kann nicht. Okay, das hat ein bisschen HP wieder hergestellt. War das clever? Okay, whatever. Mach du nur. Ja, ist immer so wichtig, dass man guckt, dass man schon die ganzen Vierer-Kombos sich krallt. Damit der Gegner ja nichts anstellt da diesbezüglich. I don't know. Just do it. Da habe ich mich auch schon in der Vergangenheit so ein bisschen ertappt dabei, dass einfach zum Teil Spaß macht, einfach nur die Kombos zu finden und gar nicht so sehr darauf achtet, dass man clevere Sachen kombiniert. Ja, ja, das ist eine Combo. Oh. Das wäre was. Und in erster Linie mache ich das, um das dem Gegner wegzunehmen. Okay, ja, das dann. Dann kann ich auch das nochmal kombinieren. Great. Aha. Aha. Ja, ja, da kommt Depression. From the top row. Man sieht, da ist immer noch so ein kleiner
Bug gelegentlich dabei, dass er den falschen Kommentar anzeigt oder sich daran festhängt. Habe ich irgendwo eine Möglichkeit, hier mit dem Wasser was anzustellen? Ich darf definitiv das nicht so machen, weil dann kriege ich dann eine Vierer-Kombination. Geschenkt. Einfach Snarky kommentier. Boom. Depression. Was soll der Depression tun? So lustig, dass es bei uns angezeigt wird, denn ist nicht so, als wäre jetzt hier was passiert. War das clever? Das war zumindest nicht furchtbar. Okay. Ja, nice. Dann haben wir hier eine Vierer-Kombination. Könnten theoretisch wieder, auch wenn das jetzt Wurst ist. Hier unten ist nochmal eine 4. Interessant ist zum Beispiel, dass hier die weiterhin eingefroren bleiben. Da wäre es ganz cool, wenn man da sich irgendwie wieder freieisen könnte. Okay, du bist eh bereit wieder für Depression. Greife ich also einfach an. Nee, mal Function interessanterweise lieber eingesetzt. Was ist das hier? Deals one damage to your next damage. To your next damaging skill. Then it's reduced to zero. Okay, also da hofft man sich dann natürlich dann auch irgendwann Skill zu haben, wo man das nochmal so ein bisschen mehr zu Kombos aufbauen kann. Ja, lass das Rot in Ruhe. Dankeschön. Loud Music. Ja, warum nicht? Ich meine, es wo ist jetzt, aber. Hättest du mich eh. Oh. Okay, cool. Ging so ein bisschen unter. Soll mir aber recht sein. So, Mic Drop, Brainstorming, the Foam Dart Blaster. Transform one random orb of your specialty into a bomb, then it explodes, richtig. You want damage to the enemy for every other skill you use this turn. Also, die Auswahl ist dann noch relativ übersichtlich. Character Trait. On turn 5, all your skills will be upgraded once for the rest of the fight. Okay, also solange der Kampf lang genug dauert, kann man daraus profitieren. You cannot gain cold or stunned. Energy Drinks. Donuts are free in the break room. Okay, I don't know this. So, dann finden wir doch mal raus. Hi. The reward for all for work well done is the opportunity to do more. Don't thank me. Mature, hide something. Hiding the truth just isn't right. This is why we need to fight. Das ist, glaube ich, der letzte Kampf jetzt für die Demo. Warum auch immer hier kein Sound mehr existiert. Yep, hier ist einfach kein Sound mehr. Ah, nicht den. Conspiracy Theory plus a random orb is selected on the board. Deal 12 damage to the enemy if it matches your specialty orb. Oh. Das ist leicht ungesund. Oder könnte ungesund sein, sagen wir es so. So, wir haben hier theoretisch einen Vierer warten, aber ich krieg das nicht hin, die einfach runterplumpsen zu lassen. Okay, dann stelle ich sicher, dass es auch nicht passiert. Yep. Friendly Slobber können wir noch nicht machen. Ich mach's trotzdem so. Oh, da war ein Vierer. Whoops, ich hatte nur hier geguckt gehabt. Das hat er natürlich gut ausnutzen können. Okay. Stellen wir sicher, dass möglichst wenig Rot auf dem Feld ist. Das Lustige ist, er selber. Achso, das ist schon Runde 5. Okay, jetzt ist das Zeug alles besser geworden. Hey, great. Man sieht aber auch hier schon, der nächstbeste Gegner ist gleich so stark, dass er fast einem Boss ähnelt. Vielleicht ein bisschen Overkill? Nicht so von Anfang an. Okay, das darf ich nicht machen, weil sonst könnte man hier einen Vierer bekommen. Immer einfach Snarky Comment. Ah, okay, Glück gehabt. Das ist nicht mein Specialty Orb. Okay, auch du hast leider ein Skill eingesetzt. Dann machen wir das so, da, yes. Und zum Glück ist nicht hier ein Vierer getroffen. Oh no, nicht schon wieder rot. Give me that, yes. Hier hätte theoretisch noch einer spawnen können. Da hätten wir mal einen Fünfer miterleben können, aber wir machen einfach das hier. Wir hoffen dementsprechend nochmal ran. Also, ich denke, wenn man Spaß an Match 3 spielen hat, ja, das ist ein weiteres Match 3 Spiel. Aber zumindest von diesem RPG-Roguelike-Aspekt würde ich sagen, geht in Ordnung, ist okay, aber es ist jetzt nicht umwerfend.
Okay, Glück gehabt. The Conspiracy Theory. Uh-oh. Wait, what? Random orb is selected on the board. Deal 12 damage to the enemy if it matches your... Ach so. Your, in dementsprechend, Wasser. Okay. Ich dachte, dann dementsprechend soll bedeuten meinen und nicht seinen. Okay, ist einfach nur eine Auslegungssache. Alles klar. So, den darf ich dann nicht rüber verschieben, weil sonst würde er das hier in der Vierer-Kombo rausziehen. Yep, dementsprechend lebt er einfach nur mit seiner 3. Okay, weil er dann nur eine 4er bekommt. Okay. Alles klar. Loud Music Plus. Ja, warum nicht? Ich weiß, da ist leider ein bisschen zu schnell. Oh, what? Create 2 Bombs on the Field. Ich hoffe mal, derjenige, der die Bombe auslöst, profitiert dann davon. Oh, nice. Ja, das war sogar eine Kombo, die in Ordnung ging. Oh ja, thank you. Yep, er hat den Schaden bekommen. Nice. Das müssen wir hier aufpassen, das ist nämlich noch ein roter, der dann in Zukunft kombiniert werden möchte. Den darf ich nicht schieben. Ich könnte aber einfach nur Schaden machen. Das war Payday. Ich muss immer wieder nachgucken. Okay, du hast aber leider mittlerweile schon so viel gesammelt, dass mir das nicht viel bringt. Mhm. Und cool, wir nehmen dich mit, dann nehmen wir nämlich dich mit und euch mit. Und euch, das war nicht geplant, aber es geht in Ordnung. Now ist er die Bombe. Now er ist dumm genug und macht das nicht. Oh, macht's. Ach so, dieser Vorhebung bedeutet, dass man das einsetzen kann und dann auch noch was machen darf. Das ist auch nicht selbstverständlich. Ich dachte, man könnte den Skill irgendwie einfach nur neu einsetzen, aber mehr auch nicht. Ja, ich heile einfach. War das clever? Uh-oh, it's water time. Aha, that's not water, bitch. Okay. Also, kriegen wir das irgendwie hin? Ich meine, ich kann hier einfach schon mal das machen. Da heilen wir uns immerhin so ein kleines bisschen nebenbei mit. Ah, er hat natürlich die Bombe kombinieren dürfen. Oh, well. Great, great, great. Explosive News mal wieder. Hat mir schon wieder rot weggenommen, aber das Gift war stark genug. Da sind ein paar Effekte dabei, die gefühlt die Framerate tanken. Also ich denke, es sollte klar sein. Weekend. Dear 20 Damage. Solange du alles auf 5 bringst, es klingt eigentlich gar nicht verkehrt. AC Malfunction und was war das? Create Bombs. Und ich mir dann wieder frage, nee, Create Orbs. Ich glaube, wenn würde ich das so machen. Payday ist nicht so toll. Okay, yep. This is the end. So, you can still go to the next screen to unlock the sticker shop. Das sollten wir uns einfach mal angucken. The second and third character and up to level 10 of unlockable rewards. Hope you enjoyed. Ja, was es sonst noch so gibt. With 3 starting traits each, new character traits, new stickers, more than 50 levels of unlockables, more backgrounds and skins, increased difficulty achievements. Also, im Großen und Ganzen, ich denke, wer diese Art von Spiel mag, wird hier gut aufgehoben sein. Ich denke, klar, für die Demo, die Musik darf nicht aufhören zu spielen. Ich denke, man muss vielleicht nochmal überlegen, dass da so ein bisschen mehr Umf beim Kreieren von Kombos existiert. So, the Sticker Machine. Sehr schön. Das wollen wir nochmal gucken. Wir haben einen neuen Charakter. And you thought your boss was toxic. Good. A new trait. Ill-tempered. Theoretisch Background. New Character auf Level 6. Okay. Ah, hallo Musik. So. Okay, Sticker Shop wird jetzt hier nicht einfach so angezeigt. Aber man kann hier mal ganz kurz reingucken. Okay, Skip Animations noch mal ganz kurz, damit wir hier... Oh. Ah, okay, ich dachte, hier wäre mehr los. So, neuer Charakter. What's your deal? You apply half as many poison rounded up to the enemy, but they never decrease. Aha. Poison Lunch Burp.
Three poison to the enemy. Okay, das ist natürlich schon ein ganz cooler Start. Ansonsten, born in 1823, Goethe lost his soul to a bed with a classmate at the age of 17. The food service industry saw in his empty mortal coin the perfect recruit and hired him on the spot, where he stood for almost 200 years. It is until Matcher poached this gem of an employee. So, ja, sehr schön. Hier ist es Sticker Machine. You can exchange Match R Token for stickers that will grant you various bonuses during your future runs. Ja, das sind die Tokens. Dafür ist der Kosten. Okay. The level of the machine and the enchants associated with it. Okay, level 1, your inventory. Just click here to activate the machine and get a random sticker. Check this beforehand to get 10 stickers at once. So, you will get a sticker. Thus. See the number, name and rarity, yep, and its effect. Once equipped. Sticker with a value at its max will have a shiny effect. Ew. Ah, Moment, wir hätten vielleicht gucken sollen. Das ist auch ein bisschen schade, dass man hier zum Beispiel nur Skip und Continue sagen kann und nicht Back. Dass man nochmal gucken kann, was damit dabei ist. Stickers always have a chance to misprint and be 25% smaller. This is a good thing, because... You have to equip your stickers by sticking them on your ID badge. The effect will then be active for your next runs. Plural. However, there are three rules. Two stickers can't overlap. The stickers can't go over the edges. You can't have two of the same stickers. Finally, don't forget to check your album from time to time. Match R rewards you when you find the perfect and misprint version of a sticker. Okay, das wiederum ist doch gar nicht mal so uncool. Okay, es gibt theoretisch weitere Level. Level 1 hat nur Common and Rares. Alles klar. Fun Fact, enjoys baking. So, okay, ich kann nicht 10 machen. Machen wir so viele, wie wir können. I'm blue. Yes. 16% chance to create a Joker when creating an orb. Okay. In the flow. 15% chance to deal 1 damage when matching your specialty orb. Auch nicht verkehrt. I cheat. 11% chance for debuffs not to be removed from the enemy. Was me. 11% chance to deal damage with orbs outside of your specialty. Mm. The Negotiator. 8% on prize at vending machines. Okay, also und wir können jetzt hier einfach aufmachen. Und können hier einfach noch einen anderen neben dabei, aber mehr als zwei nicht. Also das ist wiederum ein cooles System. Das gefällt mir ganz gut, weil es so eine Eigenheit ist. Also nochmal so ein bisschen hier, ein bisschen mit Charme dabei, die unterschiedlichen Sachen zu haben. Genau, man kann sie nicht über die Ecke machen, dementsprechend da gucken sie natürlich dann auch, dass man die Dinger so ein bisschen unterschiedlich groß macht. Also das ist wirklich stylisch. Okay, ja, gleich freaky. Humanity's hubris will bring about its downfall. Please aim for the head. Okay, also ja, das, was ich jetzt hier mit dem Sticker-Shop sehe, ist nochmal eine ganze Ecke interessanter. So, jetzt muss man natürlich gucken, man hat sich die ganze Zeit daran gewöhnt, hier Rot zu kombinieren. Jetzt müssen wir aber nach unserer neuen Sache gehen. Wie auch immer, Toxic Trades, ne? I don't know, auf jeden Fall die Dinge. Green. Mhm, damit starten wir hier schon mal. Oh, Match 4 gleich hinterher. Also, ja, das ist so ein Spiel, wo man sagen kann, solange man Spaß an dieser Art von Genre hat, denke ich, ist man hier relativ sicher aufgehoben. Das geht in Ordnung. So, ich muss aufpassen, dementsprechend nehme ich den das weg. Also, ich denke, ich muss hier jetzt einfach kurz zum Ende kommen, weil sonst höre ich ja auch nicht mehr mit dem Spiel auf zu spielen. Ganz kurz nochmal zur Hervorhebung. Bisher ist der Release auf das erste Quartal 2023 gelegt. Das ist also noch eine sehr grobe Aussage. Aber es wird zumindest für mich so ein Spiel sein, dass man so ein bisschen nebenbei beobachten darf. Ich kann auch empfehlen, neben dem, was ihr jetzt hier gesehen habt, nochmal sich die Steam-Screenshots anzugucken. Da sind nämlich nochmal so ein paar Bilder mit dabei, wo man so ein bisschen sehen kann, was für Charaktere, was für Gegner vorkommen, was für Traits man haben kann. Zum Beispiel hier sehe ich Monkey Businessman. Match with orbs that aren't your specialty have a 25% chance to deal damage as if they were. 25% ist natürlich gar nicht mal verkehrt. Also,
ich denke, das Spiel geht in Ordnung. Wenn man da mit dem Preis es nicht zu sehr übertreibt, dann ist so eine Sache, die man einfach so nebenbei mitnimmt und so alle vermutlich Dorfromantik immer mal wieder hier und da spielt und vermutlich, wie gesagt, solange man seinen Spaß daran hat, in dieser Art von Spiel immer und immer wieder spielen könnte. Also, ich kann es empfehlen, sich das wenigstens vielleicht mal anzugucken, zu beobachten und dann irgendwann mal mitzunehmen. Aber für dieses Video kommen wir zum Ende. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Hoffe, es hat euch gefallen und bis dann.